Europa heil durch die Corona-Krise bringen. Bei einem gemeinsamen Treffen mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron auf Schloss Meseberg bekräftigt Bundeskanzlerin Angela Merkel 2 Tage vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die Rolle des wirtschaftlichen Wiederaufbaus. Dieser soll allerdings nachhaltig sein. Es wird noch mehr darauf ankommen, jetzt auch in die Zukunft zu investieren, in die großen Herausforderungen. Und das heißt eben, dass wir im Bereich Klimaschutz sehr eng zusammenarbeiten werden. Wir werden im Herbst darüber entscheiden müssen, wie sehen unsere 2030er-Ziele aus. Deshalb werden die Fragen, wie wir auch unseren Handel und unsere Wirtschaftstätigkeit mit anderen organisieren, natürlich eine große Rolle spielen. Macron zufolge habe die Corona-Krise die Abhängigkeit und Zerbrechlichkeit Europas gezeigt, darunter im medizinischen Bereich. Wie soll man langfristig akzeptieren, dass grundlegende Medikamente und morgen Impfstoffe gegen Covid-19 zum größten Teil außerhalb Europas produziert werden? Das Jahr 2020 hat mit einer Debatte rund um den Mobilfunkstandard 5G angefangen. Es setzt sich mit der Medikamentendebatte fort. Die Debatte ist immer dieselbe. Nicht etwa sich zurückzuziehen, sich zu schließen, sondern unsere Werte, unsere Produkte, Interessen und Firmen zu schützen und zu stärken. Merkels und Macrons Verständnis zeige außerdem den positiven Impuls, den beide Länder auf Europas Zukunft haben. Wenn Deutschland und Frankreich einig sind, ist nicht Europa sich einig. Aber wenn Deutschland und Frankreich sich uneinig sind, dann ist es mit der Einigkeit Europas nicht besonders gut bestellt. Ziel ist es, beim EU-Sondergipfel am 17. und 18. Juli die skeptischen Regierungen von Dänemark, Schweden, Österreich und den Niederlanden vom Zuschussmodell zu überzeugen. Denn im Gegensatz zu Merkels und Macrons Vorschlag wollen die sparsamen vier im Rahmen des Wiederaufbaufonds ausschließlich Kredite vergeben.